Hallo, wir sind im Bundesamt für Strahlenschutz und haben hier eine Helmholtzspule. Eine Helmholtzspule besteht aus zwei parallel angeordneten, elektrisch betriebenen Spulen. Dabei ist der Abstand genauso groß wie der Radius. So eine Spule ist eigentlich nur ein Draht, der zu vielen Windungen aufgewickelt ist. Fließt ein Strom, entsteht ein Magnetfeld. In der besonderen Anordnung der Helmholtzspule ist es so, dass das Magnetfeld, was hier in der Mitte entsteht, ganz besonders gleichmäßig ist. Im Bundesamt für Strahlenschutz nutzen wir die präzise Steuerbarkeit des Magnetfeldes, um unsere Geräte zu überprüfen. Diese platzieren wir genau in der Mitte der Spule auf einer Halterung. Ja, die Halterung ist aus Holz. Warum? Ja, damit das Magnetfeld nicht durch die Halterung beeinflusst wird. Was wir hier haben, ist ein Personenexposimeter. Dieses misst, wie stark wir persönlich in unserem Alltag Magnetfeldern ausgesetzt sind. Für unsere Arbeit ist es besonders wichtig, dass diese Geräte präzise funktionieren.